Leider muss man das so sagen, es gibt jetzt schon ein bisschen Unruhe im Vorfeld, was die Transfer betrifft. Man sollte sich immer, wenn man nur über Fußball redet, dann geht es einem Verein gut. Aber beim HSV geht es jetzt um Spieler loswerden, um Spieler holen, um wirtschaftliche Situationen. Und das ist nicht gesund. Wenn der Fußball nicht im Mittelpunkt steht, heißt es, man hat Probleme. Die hat der HSV, die hat er aber schon seit Jahren. Und mit Heribert Bruchhagen, Gensdorf und Gisdol, glaube ich, sind Leute hier jetzt in der Verantwortung, die zumindest in der Rückrunde ein bisschen Ruhe reingebracht haben. Und ich wünsche es den HSV, dass er endlich dahin kommt, wo er eigentlich hingehört, nämlich nach Europa.